So, hallo, ja, willkommen bei Bloody Unboxing. Heute mit der Jubiläumsausgabe. 150. Ausgabe Bloody Unboxing. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Videos drehe. Und ich bin total glücklich, dass immer mehr den Weg hier zu diesem Kanal finden. Und ich schwöre euch, ich werde noch ein bisschen weitermachen, euch weiterhin unterhalten mit tollen Vorstellungen von diversen Blu-rays, Steelbooks, Limited Editions und Mediabooks und so weiter und so fort aus dem Bereich des guten Geschmacks. Und ja, zur Jubiläumsausgabe habe ich mir ein bisschen was überlegt, hier euch heute Tanz der Teufel vorzustellen. Im Mediabook von Nameless Media aus, das ist Cover D, ja, genau. Also es gibt ja Cover A, B und C mit so diesen alten gewöhnlichen Covern, wie wir es so früher bei den VHS-Kassetten hatten. Und Cover D ist also so eine Spezialgeschichte. Ach, jetzt wollte ich mir eigentlich schon mal den Zeichner notieren. Habe ich vergessen. Ich mache das ja hier immer so ein bisschen freihand. Also das ist so ein spezielles Covermotiv von einem, ich glaube, es ist ein Italiener, der diese Cover immer malt. Und mich hat das Cover so angetan, dass ich sofort mein altes Mediabook, meine alte Bestellung A dann storniert habe. Ihr werdet sicherlich die ein oder andere Vorstellung schon bei dem ein oder anderen YouTuber gesehen haben, der auch diese Unboxing-Videos macht. Ich bin ein bisschen spät dran, aber ich wollte es mir einfach für die 150 aufheben. Bitte seht es mir nach. Und ja, deswegen jetzt machen wir nicht lang rum. Wir fangen einfach an. Ich habe das Innenleben von diesem hervorragenden Mediabook, also es sollte hervorragend sein, so habe ich mir sagen lassen, noch nicht gesehen. Von daher ist es auch für mich eine Premiere und ich freue mich riesig drauf, dass das Ding jetzt endlich nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man ja sogar sagen, der Beschlagnahmung endlich uncut ist. Es ist freigegeben, sogar ab 16, was ein Irrsinn. Also 18 hätte es meiner Meinung nach auch getan und der Film hat es einfach verdient. Er hat es einfach verdient, legal veröffentlicht zu werden. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier so eine J-Card um dieses Mediabook rum. Und die sieht doch auch schon mal cool aus. So, Tanz der Teufel. Rund $350.000 hat dieser Film nur gekostet. Damals, 1981, wurde er produziert. Sam Raimi hat damit natürlich ja, sich den. Das Tor zur Hölle selbst eröffnet und hat Angebote als Regisseur noch und nöcher bekommen. Hat ja Darkman dann gedreht und hat ja die ganzen Spider-Mans und so gemacht, also die alten mit Tobey Maguire und so weiter und so fort. Also er hat unwahrscheinlich viel machen dürfen und dieser Film war für viele, auch für Bruce Campbell natürlich der Einstieg in das professionelle Filmgeschäft. Es sei ihm gegönnt. So, Tanz der Teufel, was haben wir denn hier? Diese Limited Edition enthält drei Blu-ray-Discs: einmal in der Originalfassung, in der Remastered-Version und die Bonus-Disc. Ja, über 5 Stunden Extras sind hier drauf: Horden dämonische Extras mit Audiokommentar und Regisseur Sam Raimi, Produzent Robert Tappert und Darsteller Bruce Campbell sind dabei, Featurettes sind dabei, Dokumentation, Poster und Bildergalerie. Talentbiografien, 4 TV-Spots, 2 Kinotrailer in Deutsch und Englisch und also jede Menge Gedöns. Hier hinten steht die Limitierungsnummer drauf. Ich weiß gar nicht, auf wie viel ist das Ding limitiert? 3, 4.000? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder ich habe es zumindest gewusst, habe es schon wieder irgendwie vergessen. So, ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt kommen wir zu diesem phänomenalen Mediabook. Also das ist doch. Hallo Leute, das ist doch jetzt edel gezeichnet. Und ich halte es mal ein bisschen gegen das Licht, dann seht ihr auch, dass hier so dieser Schriftzug hier so separat nochmal drauf gedruckt wurde. Das Mediabook selbst, das Cover ist ja in matt, aber das sieht echt cool aus. Und es sind im Grunde genau die Motive auch hier drauf, auf diesem Mediabook, auf diesem Cover, ja, die eigentlich genau das widerspiegeln, um was es eben in diesem hervorragenden Horrorfilm geht. Hier sind so die drei Mädels, die dann eben als Dämonen sich verwandeln in diesem Film.
Diese obligatorische Szene ist ja auch das Titelbild eigentlich auf den ganzen Covern gewesen, auf den Plakatmotiven gewesen. Das Necronomicon haben wir hier drauf und natürlich die kleine Waldhütte, ja, die eben von den Toten, von den Dämonen heimgesucht wird. Ja, und natürlich Bruce Campbell mit seinem Lieblingswerkzeug, der Kettensäge. So, dann haben wir hier den Buchrücken. Tanz der Teufel, das ganze Ding ist wie gesagt erschienen in Kooperation sozusagen von Sony, die ja jahrelang die Rechte hatten und haben es auch nicht hergegeben. Die wussten wahrscheinlich schon warum. Sony mit Nameless Media sozusagen. So, da haben wir hier Bruce Campbell auch nochmal drauf. Hier unten das Sony-Logo, da oben das Blu-ray-Disc-Logo. Und hallo Leute, sieht das nicht cool aus? Da ist doch was los hier. Gut, hier hinten ist ein bisschen Text drauf, Renaissance Pictures. 1981, die haben das praktisch ja produziert, das kleine Filmlabel. Und dann steht hier halt nochmal drauf, 2017, das Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment. Leider nicht der Zeichner drauf. Ich fällt es jetzt nicht ein, verdammter Mist. Hey. Egal, gut. Packen wir das Ding jetzt mal hier auf und gucken uns das an. Herrlich. Also es ist irgendwie, ist es einfach was Besonderes, dieses tolle Stück in den Händen zu halten. Spiegelt leider ein bisschen jetzt hier gerade, sehe ich. Tanz der Teufel. Hier haben wir die Originalversion als Blu-ray-Disc. Ich hole die mal raus hier. Jetzt machen wir mal das Back-Artwork oder das In-Artwork vielmehr sehen. So, hier auch dieses obligatorische Cover. So, hier ist das Booklet ein bisschen. Ja, doch, ist gut drin. Es ist geheftet, es ist geklebt. Also, es ist ein dickes, wirklich ein richtig dickes, dickes Booklet. Also, schaut euch das mal an hier, was da alles los ist. Wir dröseln es mal ganz langsam auf und gucken uns das mal so ein bisschen an. Hier haben wir Bruce Campbell. Tanz der Teufel, ja. Erste Versuche einer Retrospektive. Dann gehen wir mal hier weiter. Das ist ein fettes, dickes Booklet. Ich habe selten so ein dickes Booklet gesehen. Ich glaube, bei SimCity. Netzim. Bei Sin City 2, da war auch so ein dickes Booklet drin, weil ja dort so ein Comic mit verarbeitet war. So, hier viel Text, viele Informationen, Wiz in the Woods. So, Geld regiert die Welt. Ich habe ja schon gesagt, der Film wurde mit kleinem Geld gedreht, trotzdem 350.000 Dollar sind jede Menge Geld noch für den einen oder anderen von uns. So, in den Wäldern von Tennessee. Nach dem Dreh ist vor dem Dreh. Also hier gibt es wirklich viele, viele Informationen, so Hintergrundinformationen zu Evil Dead. So, was haben wir hier? Das Book of the Dead feiert am 15. Oktober 1981 seine Weltpremiere im Radford Theater in Detroit. Die Aufführung war ein voller Erfolg. Über 1000 zahlende Gäste waren anwesend. Ja, ich wäre gerne dabei gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier ist der globale Aufschrei. So, auch dieses Cover, also dieses Foto, das ging ja um die Welt. Das war ja überall auf diesen ganzen Covern und Filmplakaten drauf. So, und dann wird hier natürlich berichtet über diese ganze Problematik von Paragraph 131 des Strafgesetzbuchs. Ja, langer, langer Weg, viele, viele Hürden hatte dieser Film, besonders hier in Deutschland, über sich ergehen zu lassen. Auch in der geschnittenen Fassung war es nicht immer ganz einfach. Da wurde zensiert, da wurde beschlagnahmt und so weiter und so fort. So, dann gibt es hier noch einen Anhang. Quellen und weiterführende Informationen. Okay, da hat man hier einen Verweis drauf auf andere Quellen, wo man eben durchaus sich auch nochmal schlau machen kann über diese tollen Informationen, über diesen tollen Film. Dann gibt es hier die Timeline, das finde ich auch ganz interessant, also wie der ganze Film sozusagen ja, sein Martyrium hier in Deutschland hatte. 1983 wird der FSK zur Prüfung vorgelegt und dann ging es halt los, dieser hat dem Film die Freigabe verweigert, solange nicht vier Szenen geschnitten werden. Und dann hat halt ProKino sich verweigert, die Schnitte vorzunehmen. Legt den Film der SPO, der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, vor. Ja, und die Juristenkommission attestiert Tanz der Teufel eine strafrechtliche Unbedenklichkeit. Ja, aber dann ging es halt weiter, dann ist er ungeschnitten gelaufen und wurde
während der Vorstellung sogar wurde der Projektor angehalten und die Staatsanwaltschaft stürmte bundesweit in die Kinos, in denen der Film lief, und hat dann die Filmkopien beschlagnahmt. Also es war ein Fest im negativen Sinne. Es gibt viele Menschen, die da live dabei waren. So, ja, also eine schöne Timeline. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich mal durchzulesen. Gerade die jüngeren Zuschauer, die ja nicht so ganz involviert sind in diese ganze Thematik. Da kann man mal wirklich sehen, wie das früher so in Good Old Germany abging. So, dann haben wir hinten dann praktisch die remasterte Geschichte. Tanz der Teufel, die Remastered Version. Und die ist ja wirklich sehr gut gelungen. Also, ich denke mal, jeder von euch hat schon die Trailer gesehen. Respekt an Nameless Film und Nameless Media, was die da so rausgezaubert haben. So, und hier haben wir dann noch die Bonus-Disc. So, vorsichtig rausholen. Und auch hier haben wir noch ein schickes Artwork hinten drauf. Ja, Leute, es ist eine Bombenveröffentlichung. Es ist eine Veröffentlichung, auf die alle Horrorfilmfans, alle Filmfans überhaupt in Deutschland gewartet haben. Zu Recht, endlich frei. Die Zeit ist gekommen. Es hat lange gedauert bis zum Jahr 2017. Aber ja, was lange währt, ne? Ihr kennt das. So, Tanz der Teufel bei Bloody Unboxing in der 150. Ausgabe. Leute, ich hoffe, ihr habt auch zukünftig so viel Spaß, wie ich die letzten 150 Ausgaben an Spaß hatte. Tolle Diskussionen, ja, führe ich ja auch auf dem YouTube-Kanal. Kommt einfach mal bei Facebook vorbei. Auch da wird ein bisschen intensiver vielleicht noch gebabbelt, oder würde ich ganz gern mit dem einen oder anderen diskutieren. Und da präsentiere ich auch immer so, was ich da gerade gucke und was mich gerade interessiert und so weiter. Also das ist dann noch ein bisschen intimer als hier auf dem YouTube-Kanal. Ich werde auch in Zukunft immer ehrlich sein in meinen Bewertungen. Ich werde immer ehrlich sein, was ich hier erzähle, egal wie sich das hier alles noch entwickelt. Ich hoffe, euch hat es jedenfalls gefallen, die 150. Ausgabe mit dem fantastischen Film von Tanz der Teufel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing dabei seid. Dankeschön, tschüss.